Megamarsch wünschen, die Daumen dürfen gedrückt werden. Das Wetter scheinen wir einigermaßen Glück zu haben. Wenn wir Glück haben, kommen wir sogar fast trocken durch. Hat zwar eben noch ein klein bisschen geregnet, aber hat wirklich schon. Also drückt die Daumen und ich melde mich zwischendurch. Ganz bestimmt nochmal. 15 Minuten, geht's los. Hier sehen wir jetzt kurz vom Start vom Megamarsch München und da betrifft man nochmal ein bekanntes Gesicht. Das ist der Lukas. Wir sind letztes Jahr, war das letztes Jahr. Den Mammutmarsch Heidelberg zusammengegangen, beziehungsweise er ist gelaufen, ich bin gegangen. Ja, und das trifft man sich hier wieder. Er macht heute auch die 100, ist nicht am ersten, ne? Nee, mein zweiter 100. Zweiter 100, ja. So, er geht gleich los. Ich habe noch 15 Minuten und vielleicht sehen wir uns dann auf der Strecke. Ja, ne? Bis später. Freitag, 13.13 Uhr. Seid herzlich gegrüßt heute zu einer nicht allzu kleinen Wanderung. Ja, wie ihr gesehen habt, sind wir heute beim Megamarsch München. Der Start hat geklappt, trocken geklappt. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit der Aufzeichnung zu starten, der Tour bei Komoot. Obwohl ich die Runde offline gespeichert habe, hat es nicht funktioniert. Also fehlt mir in der Aufzeichnung 1 Kilometer. Gut, macht nichts, liegt wohl daran, hier ist kein Netz. In der Landeshauptstadt München ist nur Edge-Netz, ist der Hammer. Weiter geht's und ich melde mich. Wird das herrlich bis jetzt. Die ersten Höhenmeter. Ja, ist nur ein kleines Stück, das bergauf geht. Machen wir ja schon fast 10 Kilometer. Es geht zügig. Erster VP ist bei 17,8. Ein Brückenfischer, oder wie das heißt. So, Stau. Kilometer ungefähr 18. Gab es jetzt eine kleine Besonderheit, weil die Strecke wurde ja geändert und ja, jetzt sind alle, vielleicht ein paar nach Leute, den alten Weg trotzdem gelaufen. Macht nichts, wir sind wieder auf der richtigen Strecke und der VP1 wird gleich kommen. Der Weg war eben jetzt ein bisschen matschig, deswegen wurde eigentlich geändert, aber war nicht schlimm. Alles gut, weiter geht's. Kilometer 18 ungefähr. Herzlich willkommen am Kloster Andechs. Da sind wir das letzte Jahr nicht dran vorbeigegangen. Da sind wir irgendwo da unten auf so einem Radweg gelaufen. Naja, ist die Strecke also ein bisschen geändert. Wahrscheinlich wegen dem Wetter. Jetzt fängt es auch gerade ein bisschen an zu tropfen, wo ich gerade vom Wetter spreche. Weiter geht's Richtung VP1. Kilometer 20,5. Ich muss jetzt mal aufpassen, weil ich Kilometer von Komoot-Aufzeichnung hole. Und mir fehlt am Anfang guten Kilometer. Also sind wir jetzt ungefähr bei Kilometer 20,5. VP1 liegt hinter uns. Und dann geht es weiter auf die nächsten 80 Kilometer Richtung Mittenwald. Yes! Ja, Kilometer 21,5. Da müssten wir jetzt am Isar-Seitenkanal sein, glaube ich, heißt das Ding. Letztes Jahr sind wir auf der anderen Seite gelaufen. Die ist ja hier. Und ich sehe, es wird schon ruhiger.
Vorne gehen noch ein paar. Wäre aber noch früh. Und die Leute schon weniger werden. Ja, sind noch einige vor. Der ruft da, ich habe gerade gemeint, wir wären hier falsch. Weil keiner mehr da war auf einmal, weil eben waren noch so viele Gruppen. Aber ist richtig. Weiter geht's. Immer noch trocken. Ja, das gibt Zusatzkilometer. Kanal 1 Kilometer hoch, Kanal 1 Kilometer runter. Hier war definitiv kein Pfeil. Naja, da haben wir schon 2 Kilometer mehr. Weiter geht's. Ja, bei Kilometer 26 etwa kommt sogar die Sonne jetzt raus. Ist das nicht schön? Ja, eben war der 25 Kilometer Punkt. Aber ich habe schon 27, weil ich verlaufen habe und so. Ja, passt aber einigermaßen. Nächster VP kommt dann in bei Kilometer 38. Weiter geht's. Wenn so Wetter bleibt, wenn so bleibt, dann ist das wirklich herrlich. Kilometer 29,1. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Ach, wie schön. Weiter geht's Richtung VP2. So, Kilometer 34,5. Heißt, nächster VP in etwa 4 Kilometern. Ja, aber meine Aufzeichnung ist halt eben nicht ganz genau, weil ich jetzt, wie gesagt, einmal verlaufen und dann am Anfang zu spät gestartet. Genau. 30 Kilometer stimmt jetzt nicht. Aber ich habe eher ein bisschen mehr wie die Originalweg. Ja. Dann wird mir etwa eine halbe Stunde VP2 erreicht sein. Es wird jetzt ein bisschen dunkel. Hoffentlich kommen wir da trocken durch. Weiter geht's Richtung VP2 in Eurasburg. Wir sind zurzeit zu dritt unterwegs. So, Kilometer 37, VP2 ist erreicht. Der Geburtstagslied ist nicht für mich, hat gestern Geburtstag. Ja, danke. Weiter, also nicht weiter geht's, keine Pause. Kilometer 38. Kurz hinter Eurasburg haben wir den VP2 hinter uns gelassen. Ja, gab lecker zu essen. Für mich gab es Gurken und Gummibärchen. Es gab allerdings auch Suppe. Aber eine Wurst habe ich noch gegessen. Auch noch dazu. Perfekt. Ja, dann geht es jetzt gleich Richtung Kilometer 40 und auch schon mit Riesenschritten Richtung VP3. Wo der jetzt genau ist, gucke ich gleich nach und melde mich nochmal. Lockung wäre groß. Dort hineinzugehen. Restaurant, die Pizza. Nein, wir bleiben bei den Gurken. Weiter geht's. Ah, die Berge sind wieder zu sehen. Dann kann es gar nicht mehr so weit sein. Ich glaube 61 Kilometer. Bis nach Mittenwald zum Bahnhof. Schönes kleines Kapellchen. Ja, wir sind jetzt hier auf einer Strecke, die ein bisschen anders ist wie letztes Jahr. Aber macht nichts. Hier waren wir letztes Jahr noch nicht. Ich weiß nicht, ob man die Musik gehört hat. Da spielt irgendein Instrument. Ja, man kann das Ziel schon sehen. Ziel kann man schon sehen, na, ungefähr. Es sind noch weit über 50. So, wir haben jetzt 20.18 Uhr, Kilometer 45. Ja, die geänderte Strecke, wo wir jetzt hier laufen, das ist recht schön. Schöner wie letztes Jahr unten an der Bundesstraße vorbei. Schön. Weiter geht's. Richtung VP3. Ja, Kilometer 47. Jetzt sind wir wirklich noch eine sehr schöne Passage gelaufen. Das ist eine geänderte Wegführung gegenüber vom letzten Jahr. Sehr schön. Viel Wald, viel Grün. Ja, das war jetzt schön. Ja, dann sind es jetzt etwa 13 Kilometer bis zum VP3.
Der Abstand zwischen 2 und 3 war jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen länger, aber wir haben ja hinbekommen. Da sind ab und zu noch ein paar Pfützen zum Trinken. Gut. Vorne laufen das noch vereinzelt, aber wirkt jetzt schon weniger. So, Kilometer 60, VP3 war ich jetzt gerade. Ja, ich habe jetzt länger nicht mehr gefilmt, weil hat jetzt eine ganze Stunde wirklich richtig heftig geregnet. Ja, dann geht das nicht. Alles abgesoffen, die Schuhe stehen unter Wasser, Rucksack durchnass. So schnell wie der Regen kam, konnte man überhaupt gar nicht die Regenkleidung anziehen. So, ich muss jetzt mal gucken. Wie gesagt, ich verlasse jetzt VP3 bei Kilometer 60. Ja, die Kilometer stimmen irgendwie nicht so ganz. Also jedenfalls meine Aufzeichnung sagt 60, der VP. Eben war ein Kilometerschild bei 55, ja, irgendwas stimmt mit ihren Kilometern nicht, aber ja. Sind dann jetzt trotzdem noch etwa 40 Kilometer bis Mittenwald. Ich hoffe, es ist jetzt richtig kalt. Ich war jetzt ein paar Minuten hier, ein bisschen trocken liegen, versuchen zumindest. Und ja, gucken wir mal, ob wir die letzten 40 Kilometer hier noch schaffen. Wird immer ruhiger jetzt auf der Strecke so langsam. Viele sind jetzt nicht mehr unterwegs hier vorne, aber ja, einige schon noch, aber wird definitiv ruhiger. Gut, ich versuche mal hier den Weg zu finden. Hier sehe ich, ist ein Pfeil. Gut. Und ich melde mich, falls es nicht regnet, gleich nochmal. Ansonsten kommt die Kamera in den Rucksack. Hat sonst keinen Zweck. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück. Und war nur eine Schauer, weil die Schauer ist gut. Hat eine ganze Stunde geregnet. Weiter geht's. Ach, die Lampe blendet. Moment. Nach vorne leuchten. So, 23.45 Uhr, Kilometer 65, ja, wie gesagt, die VP liegt jetzt hier schon eine ganze Weile hinter uns und dann geht es jetzt in Riesenschritten zum Berg. Bei Kilometer 70 beginnt ja ein leichter Berg, etwa 2 Kilometer lang, ja, werden wir schaffen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der nächste VP, der relativ schnell nach diesem hier kam, nach 8 Kilometer schon noch vor der Steigung kam oder danach. Ich glaube davor noch. Aber da werde ich wahrscheinlich nicht anhalten müssen. Ich nur ganz kurz ein Müsli-Riegel irgendwas holen. Und dann geht es schon weiter. Ja, läuft noch gut. Es hat zum Glück jetzt mal aufgehört zu regnen. Jetzt wieder schön. Ist zwar frisch, aber wenn meine Bewegung wieder ist, alles gut. In diesem Sinne. Weiter geht's. So, 0.30 Uhr, Kilometer, kurz vor 70, haben wir jetzt hier so einen kleinen Zwischen-VP oder beziehungsweise VP4 erreicht. Ja, ich mache jetzt hier wirklich weiter keinen Halt, schon mal eine Kleinigkeit zu futtern. Ist zwar gemütlich an der Gaststätte, aber nee, muss direkt weitergehen, ist mir sonst zu kalt gleich wieder. So, 1.15 Uhr, Kilometer 73. Dann beginnt jetzt also der berühmte Kesselberg. Ja, die Steigung hat es ganz schön in sich, aber ist zum Überleben. Ich weiß gar nicht, wie lang es genau ist, aber ich glaube, geht schon so 1,5 Kilometer jetzt berghoch und wird auch gleich noch ein bisschen steiler. Puh. Gut, ich versuche da mal oben anzukommen und ich melde mich, falls ich es geschafft habe. Oh. Weiter geht's. Ja, ich bin immer noch um Kesselberg. Es geht immer ein bisschen steiler. Aber ich kann auch lachen. Weiter geht's.
Der Weg hier hat es jetzt so endlich. Es ist Felsenklettern. Da muss ich gleich oben sein. So, der schlimmste Anstieg ist gepackt. Jetzt geht es nur noch flach. Links. Uhr 41. Der Kesselberg ist bezwungen. Ja, er hat es jetzt ganz schön in sich. Es war eben kein glatter Weg, sondern richtige Felsbrocken. Habt ihr ja gesehen. Gibt Schlimmeres, aber war es doch anstrengend. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben. Jetzt geht's bergab. Mal richtig. Ich hoffe mal. So, Höhenmeter 81. Ja, es geht jetzt schon eine ganze Weile am Walchensee vorbei. Wir sind jetzt in der Ortschaft Walchensee. Das heißt, noch 19 Kilometer bis Mittenwald und noch 9 Kilometer bis zum letzten VP im Walgau. Weiter geht's. Kilometer 91. Herzlich willkommen im Walgau. Ja, normalerweise hätten wir hier jetzt in Walgau einen wunderschönen Ausblick. Da sehe ich ja schon die Berge. Aber es ist noch dunkel, wir sind leider eine Stunde zu früh. Da sehen wir noch nichts. Das ist ein traumhafter Ausblick. Hätten wir noch ein bisschen eine Stunde langsamer machen. Naja, gut. Ja, unten bei der Sporthalle müsste der letzte VP sein. Durch Zeit. Denn ich habe jetzt keine Lust mehr. Ach, bin durch. Weiter geht's auf die letzten gut 10 Kilometer. 5:03 Kilometer 92. So, der letzte VP in Walgau liegt hinter uns. Und jetzt geht's auf die letzten 10 Kilometer Richtung Mittenwald. Ja, wie gesagt, sind jetzt schon 92, also werden wir dann doch, ich denke, so auf 103 Kilometer kommen. Die letzten 50 Kilometer waren jetzt wirklich hart am Walchensee vorbei und dann ging es recht lange bergauf. Ja, auf dem Magdalena Leuna Erlebnisweg konnte ich da nicht viel sehen. Dafür war ich eine Stunde zu früh. Ja, dafür gab es auch nicht den schönen Blick ins Tal in Walgau. Gut, kann ich alles haben. Ja, ich bin dazu auch froh, wenn ich irgendwann da bin. Auf geht's. Noch etwa 10 Kilometer bis Mittenwald. Sind jetzt vielleicht noch 3-4 Grad. So, mit diesem schönen Panoramablick gehen dann jetzt noch ein paar Grüße raus ins Saarland an Ines und Uwe vom YouTube-Kanal Saarlerwander. Seid herzlich gegrüßt. Den Sonnenuntergang noch Sonnenaufgang noch sehen, so ein bisschen auf der Spitze, aber rechts rüber sind alle Berge verschwunden. Ein Blick auf den Karwendel gibt es heute Morgen auch nicht. Dafür aber über die schönen Buckelwiesen. Kilometer 97, kurz vor Mittenwald. 5:58 Uhr, Kilometer 98, ja. Jetzt geht es mit großen Schritten Richtung Mittenwald. Läuft noch ganz gut, wie man sich so eben fühlt nach 98 Kilometern morgens um 6. Ja, alles bestens.
Ah, wir haben noch eine Abzweigung. Ja, wir kommen dann doch mehr wie 100. Definitiv. Jetzt geht hier nochmal links. Ah ja. Gut, ich melde mich gleich nochmal. Uhr 35. Herzlich willkommen in Mittenwald. Nächster Halt, Mittenwald. Ja, haben wir doch geschafft. Bei dem Schild da vorne steht 98 Kilometer. Ich hoffe jetzt schon 101. Mindestens. Mal gucken. So, 6 Uhr 55 Kilometer, 103,5. Zieleinlauf, Megamarsch, München. Ja, war hart. Die letzten 20 Kilometer waren wirklich hart. Ja, mehr, naja, sag ich noch was. Ich nehme mich mal kurz mit durchs Ziel und ja, dann sage ich gleich noch was. Bis zum späteren Mal, ich muss raus. Ja, das war er, der Megamarsch München 2023. Ja, war jetzt echt hart heute Nacht. Die letzten 20 Kilometer waren stellenweise, obwohl ich berghoch gelaufen bin, hatte ich Probleme mit der Müdigkeit. Da sind teilweise die Augen zugefallen. Naja. Und dann die Stunde Regen, war schon hart. Ja, ich war etwa genauso unterwegs wie letztes Jahr. Außer halt 4 Kilometer mehr waren. Ich kam wirklich auf 104 Kilometer. Um 13 Uhr war ich gestartet und war jetzt um 6.55 Uhr da. Ja, da bin ich eigentlich noch nicht, denn mir stehen jetzt noch 230 Stufen bevor. Zur Pension gehen tatsächlich noch 230 Stufen hoch. Ich zeig's gleich. Ja, war wieder ein schöner Marsch. Aber man fragt sich auch manchmal, wenn man so unterwegs ist, besonders so nachts in eine komische Zeit, so 3, 4 Uhr, dann fragt man sich doch manchmal, wieso machst du überhaupt so was hier? Kann man ja selber fast nicht beantworten, wenn man so kaputt ist. Und ja, ich bin zwar jetzt nicht total kaputt oder so, aber ja, tun die Beine halt eben auch ein bisschen weh. Das ist normal. Man hat halt eben noch ein bisschen mit Motivation zu kämpfen. Wenn man der Mutterseelen allein im Wald unterwegs ist nachts. Und ja, gut. Ja. Jetzt gehe ich die Stufen noch hoch. Wie gesagt, 230 Stück. Und dann vielen Dank fürs Schauen meines Videos. Hat mich heute auch wirklich sehr gefreut, dass wirklich viele Leute einen so ein bisschen so erkannt haben und dann, ach, da ist der Martin und so, wir gucken die Videos. Hat mich wirklich sehr gefreut. Was mich auch gefreut hat, war ein Kochen bei dieser Gaststätte. Ein Mann davor gestanden, der hat nicht teilgenommen. Er sagte mir, ach, der Martin, du hast mich dazu motiviert. Ich habe dein Video geguckt und da bin ich vom letzten Jahr und da bin ich die Strecke für mich privat jetzt im Frühjahr gegangen. Einmal frei. So was motiviert einen dann auch dann so weiterzumachen mit dem Film. Ist ja wirklich nicht einfach. Man ist ja schon genug Anstrengung hat man ja durch das Gehen, da muss man noch filmen. Und wenn es dann regnet, wird alles nass, muss die Kamera einpacken, muss hier die Kamera laden und ist schon ein bisschen mit Arbeit verbunden. Gut, so viel dazu. Und dann, jetzt bin ich außer Atem, bleibt noch auf dem Heimweg. Sind noch 140 Stufen. Und dann auch in diesem Video würde ich mich natürlich sehr freuen über Likes und Kommentare. Mein Name ist Martin und ich mache jetzt Frühstückspause. Schlafen werde ich eh nicht können bis heute Abend. Morgen geht es wieder nach Hause. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das sind die letzten 100 Stufen.